Das Meisterwerk ist vollbracht. Beatrice Segli ist die Siegerin von Deutschland sucht einen Superstar. Passend zu ihrem gloriosen Sieg hat sich ihre Mutter Ida Egli etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Ein Siegerspiess aus der hauseigenen Metzgerei. Auf dem Spiess haben wir mal den Herdöpfel. Den hat sie mega gern und das zeigt mir, sie ist die Bodenständige. Nachher haben wir ein Stück Schweinsfilet und das ist einfach das Glück, das sie hatte in dieser ganzen Staffel. Bedeutet das. Pepperoni liebt sie über alles. Ob jetzt im Salat oder vom Grill oder so. Das ist einfach, das hat sie mega gern als Gemüse. Und da ist das heisst die süße Beatrice, oder? Blumen im Speck, auch das gehört drauf. Und sie liebt auch etwas herzhaft Gutes gefühlt. Darum das Kalbsplätzchen, das Gefüllte. Dann ein bisschen rassig, so wie sie ist. Das Pepperdu. Dann der Käse. Der Körper der Schweiz. Und wieder Peperoni und am Schluss natürlich ein Bullebrüstli. Das darf nie fehlen bei ihr auf dem Teller. Die Begeisterung bei den Fans ist riesig. Im Minutentakt empfängt Ida Egli Fans von ihrer berühmten Tochter. Ich tue immer den Beatrice anrufen. Grüezi. Ich habe hier noch ein Geschenk für die Beatrice. Ich war letzten Sonntag an ihrem Konzert. Leider konnte ich nicht reinkommen, weil eben alles voll war. Aber ich dachte, ja, ich gebe mal einfach das Geschenk noch da ab. Viel mal. Ist mega lieb. Also, sie wird sicher in Ehre haben. Ich tue sie ins Zimmer und Geschichten dazu erzählen, dass du jetzt extra von so ganz hierher gekommen bist. Das ist Hammer. Das ist mega, mega lieb. Danke vielmals. Ich bitte gern. Es bedeutet mir sehr viel, weil ich spüre, weil sie einfach die Freude in den Herzen ausgelöst hat. Sei es durch ihre Musik oder durch ihren Charakter. Es ist wunderschön, dass sie so vielen Leuten die Freude bereiten und etwas Sonniges ins Leben hineinbringen. Der begehrte Siegerspiess gibt es übrigens ab dem Montag in der Metzgerei in Pfäffikon, Schweiz.